Ja, genau. Wir sind, wie schon gesagt wurde, Gruppe Smave City. Und ganz getreu dem Jugendhackt-Motto, mit Code die Welt verbessern, haben wir uns überlegt, wie können wir unsere Städte sicherer machen. Und sicherer, da sind wir auf ja, umweltfreundlicher eingegangen. Und dann haben wir uns überlegt, wie können wir die Städte gleichzeitig ja, ökologisch machen. Und dann sind wir, ist uns eingefallen, dass es ziemlich viele Straßenlaternen gibt, die wirklich die ganze Nacht brennen, auch wenn gar keiner vorbeigeht. Und ja, kann man sich vorstellen, dass dabei eine ganze Menge Strom verbraucht wird. Und das ist natürlich weder besonders ökologisch noch irgendwie effizient, wenn man mal sich die finanzielle Seite anguckt. Und naja, dann haben wir uns überlegt, machen wir die doch einfach mal nur an, wenn tatsächlich auch jemand vorbeigeht. Und ja, wie das so ganz anonym funktioniert, sagt der Marc mal kurz. Ja, genau. Dazu haben wir erstmal versucht, eine Lichtschranke zu bauen. Und das war auch der Grund, warum ihr jetzt alle hier durch diese Schleuse gehen musstet. Das ist unsere Lichtschranke und die hat immer registriert, wenn eine Person durchgegangen ist. Und als Zusatz haben wir dann auch daraus die Personendichte ermitteln können. Das heißt, in einer bestimmten Zeiteinheit, welche wir auf 20 Sekunden gelegt haben, wie viele Personen durchgingen. Und demzufolge hat dann das Licht auch unterschiedlich geblinkt. Grün, wenn wenige Personen durchgegangen sind, blau bei Mittel und ja, eher rot bei vielen Personen. Ja, Jan wird jetzt weitermachen, wie das mit unserer Laterne zusammenhängen könnte. Ja, also es war uns auch besonders wichtig, quasi eine absolute Überwachung durch den Staat zu vermeiden und das halt auf einem ja, anonymisierten Weg zu machen. Und deswegen haben wir das jetzt nicht irgendwie mit einer Kamera gemacht und die Gesichter erkannt oder so, sondern tatsächlich einfach mit, ja, in dem Fall hier ein Drucksensor oder vorne halt so einem Infrarotsensor. Und ja, also es bewirkt quasi, dass wenn man dran vorbeigeht, dann geht das Licht an. Beispielsweise haben wir uns jetzt hier einfach mal so eine Lampe genommen und die mit einem Relais verbunden, direkt in die Steckdose rein. Und wie das funktioniert, habe ich hier hinten mal so, ich kann nicht besonders gut malen, aber ich habe probiert, es aufzumalen. Wir haben auf der einen Seite den Sensor, den haben wir hier unter dieses grüne Männchen geklebt. Der realisiert also quasi, wenn man da drauf drückt. Und der hat auch eine Internetverbindung und der loggt das in eine Datenbank rein. Ja, wenn man jetzt sich angucken möchte, wann ist jemand an unserer Lampe vorbeigegangen, dann kann man über die Website die Datenbank aufrufen und sich alles angucken. Damit die Lampe tatsächlich auch angeht, ist in der Lampe auch ein Chip verbaut, der fragt halt die Datenbank regelmäßig ab. Und wenn sich was verändert, dann geht die Lampe an. Und ja, ich hoffe, dass das jetzt funktioniert. Ich probiere es mal aus, ich drücke mal drauf. Wunderbar. Können wir uns das auch noch gerade, also ja, magst du, Marc stellt mal gerade die Website vor. Okay, Marc stellt nicht die Website vor, sondern hier, das wäre einmal das Interface der Datenbank. Das heißt, wenn man jetzt an der Lampe vorbeigeht oder wenn wir hier auf unseren Sensor drücken, dann wird das entsprechend auch in unserem Feed angezeigt. Okay, zu der Website. Da haben wir noch ein paar generelle Informationen zu uns geschrieben. Drück's mal auf das Team. Ja, also wenn ihr das nachlesen wollt, palinka.space ist unsere Domain. Da kann man das dann nochmal nachvollziehen. Okay. Okay, schönen Dank.